Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich möchte euch wieder eine kleine Information zukommen lassen zu Escape from Tarkov. Ja, wie einige von euch das vielleicht auch schon gelesen haben, haben die Entwickler jetzt gesagt, dass die Closed Beta dieses Jahr noch starten. Und ich denke, da geht einigen doch noch das Herz auf. Im letzten Video habe ich ja gesagt, dass es wohl nicht im November bestätigt sei. Jetzt ist natürlich alles offen. Es ist jetzt nicht gesagt worden November oder sonst irgendwas, aber dieses Jahr, und das ist doch ein relativ kleiner Zeitraum, weil wir haben jetzt nur noch den Rest vom November und den Dezember, also muss es ja schon ziemlich bald soweit sein. Ja, das war jetzt auch nicht das Einzige, was ich euch erzählen wollte. Es gibt natürlich noch das große Alpha-Update, was kam, was im Endeffekt natürlich den Online-Modus, neue Grafikkomponenten, Waffenmeisterschaften und munitionsabhängige Waffenverschleißraten im Endeffekt mit implementiert hat, beziehungsweise in dem Update implementiert wurde. Es gab natürlich noch weitere Sachen, die in dem Update kamen, und die möchte ich euch natürlich auch näher bringen, gerade für die, die jetzt die Alpha nicht selber zocken können. Also wie gesagt, es gab einmal die Netzwerkwiedergabe im Testmodus, Charaktere leveln jetzt im lokalen und Online-Modus. Ja, Waffenmeisterschaft levelt im lokalen und Online-Modus. Funktion zum Untersuchen von Items wurde jetzt hinzugefügt. Also das heißt, stellt euch das nicht vor wie bei Diablo mit einer Schriftrolle irgendwas entschlüsseln. Nein, ihr macht im Endeffekt sozusagen Rechtsklick auf die Komponente, die ihr noch nicht kennt, und er untersucht die, und danach seht ihr dann, was das Teil überhaupt ist. Zusätzlich sind noch ein paar SMGs dazu gekommen, die PP91 Keter, die PP9101 Keter B und die PP9 Klin. Die sind im Endeffekt noch mit dazugekommen. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, weil im Endeffekt, wenn es so geschrieben wird, ne, ich habe die Sache nur nicht so ausgesprochen müssen. So, Grafik-Updates ist natürlich klar. Was wurde da verbessert? Ne? Es wurden verbesserte Shader mit PBR-Funktionen eingefügt, Umgebungslichtportale halt für verbesserte Innenbeleuchtung, verbesserte Beleuchtung bei Tag- und Nachtwechsel, neues SSAO, Umgebungsverdunkelung, neues Tone-Mapping, Augenanpassung ist mit reingekommen, verbesserte SSR, also Screen Space Reflections, neue Farbkorrektur und verbesserte Leistungsmerkmale sind im Endeffekt jetzt auch noch mit reingekommen. Wie gesagt, meine Freunde, das waren jetzt erstmal so ein paar kleine Infos, und wie gesagt, Closed Alpha soll noch dieses Jahr beginnen, und ich denke, da können wir einigen den Schweiß auf der Stirn wegwischen. Das heißt, auch ihr als Closed Beta Tester kommt dann hoffentlich ja, und wie es ausschaut, noch dieses Jahr auch zum Daddeln. Was mich wirklich, wirklich sehr freut, gerade dadurch, dass die Community dann jetzt auch endlich mal fast komplett anzocken kann, was viele sicher von euch so gewünscht haben. Und ich bin nun gespannt, wann denn jetzt das letztendliche Datum bekannt gegeben wird. Sobald das der Fall sein sollte, werde ich euch natürlich auch wieder informieren. Bis dahin, meine Freunde, noch ein paar Mal schlafen, kann man ja so schön sagen. Noch ein paar Mal schlafen, und dann geht's ab in die Closed Beta. Ja, meine Freunde, ich bin damit raus dieses Mal. Träumt von diesem Gedanken. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und dann natürlich ein schönes Wochenende. Und bis dahin, haut rein, meine Freunde. Euer Gunshot.